Moin moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play Assassin's Creed 2 hier bei uns auf dem Konfi-Kanal. Und ja, es geht weiter. Wir sind direkt auf der Jagd nach Francesco Pazzi, dem Vater von Vieri de Pazzi. Den wir vor gar nicht so allzu langer Zeit umgebracht haben. Und Francesco wollte einen, ja, Bürgerkrieg oder einen Krieg um Florenz beginnen. Wollte den Herrscher von Florenz in einem der letzten Parts, ja, bei einem Attentat umbringen. Und wir konnten das verhindern. Nur der Bruder vom Herrscher ist gestorben. Und wir haben Rache geschworen. Francesco de Pazzi ist auf unserer Liste. Und wir werden versuchen, ihn jetzt den Erdbogen gleich zu machen. Ach, für mich ist eine neue Aufnahmesession. Ist schon wieder eine Woche her, gut. Von daher will ich erstmal gucken, was hier abgeht. Wir sollten erstmal Aussichtspunkte hier in unserer Umgebung mitnehmen, damit wir uns das anschauen können hier. Und wir wollten, glaube ich, erst das mit Francesco de Pazzi erledigen und dann das Assassinengrab, das zweite, wollten wir, glaube ich, dann ausnehmen. Das erste haben wir ja schon ausgenommen in einem der letzten Parts. Nachdem wir die Templer verfolgt haben um Francesco de Pazzi. Und jetzt werden uns alle Gräber angezeigt und wir wissen, in den Gräbern, da finden wir diese, ja, Siegel, oh Gott, das war keine gute Idee, die Siegel für das Assassinengrab, um dann später in unserer Villa Auditore in Monte Regioni an alte Rüstung ranzukommen. Dafür brauchen wir 6 Siegel von 6 Assassinen, wow, die da begraben sind. Und die Siegel wollen wir natürlich finden im Verlaufe dieses Let's Plays. Und wenn wir diese Siegel gefunden haben, dann können wir die da einsetzen in der Villa Auditore und kriegen die Rüstung von Altair. Und das wäre natürlich ziemlich nice, weil Altair der Großmeister quasi. Der hat einfach die beste Rüstung, das hat unser Onkel Mario uns dann auch gesagt. Wie kommen wir denn da auf diesen Aussichtspunkt? Muss ich von da darüber springen? Oh, hat eine Feder eingesammelt? Okay, die habe ich gar nicht gesehen. Muss ich da irgendwie rüberspringen oder so? Ah, schreibt mir gerade der gute Björn. Wir hier heute die Frühaufsteher aus unserem Team. Ich nehme hier gerade um 8 Uhr morgens auf. Ach so, kommen wir da einfach hoch. Nice. Okay, dann machen wir zum ersten Mal jetzt wieder Synchro. Ja, recht früh aufgestanden. Heute Samstag kommt mein letzter vorgearbeiteter Part, den ich im Voraus aufgenommen habe. Von daher, schön am Samstag jetzt hier chillig aufnehmen. Und Leute, was geht eigentlich schon wieder in der Welt ab? Hm? Erst am... Oh, hier ist eine Codex-Seite. Das ist natürlich nice. Die nehmen wir natürlich gleich mit. Deswegen sind die Aussichtspunkte so wichtig. Ja, was geht momentan wieder in der Welt ab, Freunde? Erst am Donnerstag das Attentat wieder in Frankreich, in Nizza. Mit diesem Amokfahrer da im LKW. Über 80 Tote. Und noch 50 schwer Verletzte, glaube ich, die um ihr Leben kämpfen. Gestern in der Türkei der Putschversuch vom Militär. Es tut mir leid, es war keine Absicht, Leute. Hier, chillt mal eure Basis. Jetzt schmeißen wir hier mal ein bisschen Gold hin, damit die abgelenkt sind. Oh. Okay, sie sind nicht abgelenkt. Dann müssen sie jetzt leiden. Es tut mir natürlich leid für die Leute hier. Aber wenn sie meinen, nicht abgelenkt werden zu wollen, dann müssen sie halt jetzt leiden. Kann ich auch nichts gegen machen. So, wir haben natürlich auch wieder schwer gepanzerte. Aber die leicht gepanzerten Waffen kriegen wir noch so down. Ob wir die mit ihren eigenen Dingern down kriegen würden? Warte mal, ich entwaffne den mal. Okay, nice move. Ob wir die jetzt mit so einer starken Waffe? Nee, kriegen wir nicht instant down. Okay, da haut einer ab. Ist das gut oder ist das schlecht? Wir haben jetzt hier die Waffe von dem
Einwachposten. Schön Knee-Strike haben wir ihn übrigens ausgenockt. Fand ich sehr nice. Ezio hätte auch einen guten Wrestler gemacht. Oh Leute, das dauert mir ein bisschen lange hier mit euch. Hier, nimm mal unser Messer. Naja, auch das nicht. Ist auch kein Instant-Kill. Ja, jetzt kommt er hier wieder. Oh, knapp. Können wir die wenigstens greifen? Nee, können wir auch nicht, ne? Der Teufel will dir Hallo sagen. Nee, können wir auch nicht. Der Kerl ist kein Teufel. Oh, jetzt kommen da wieder Wachposten angelaufen. Grazie, amico. Eure Taten sollen wiederhallen und nicht tief ins Dunkel sitzen. Leute. So, komm. So schwer kann... wenn man echt gegen mehrere gut gepanzerte Wachposten kämpft, dann zögern sich die Kämpfe echt raus. Muss man ja mal jetzt so sagen. So, komm, kann der jetzt... Kann der eine jetzt mal sterben? Was sind das eigentlich, diese vier Pfeile da? Was sollen die mir sagen? Oh. Frische Assassine vom Spieß, was labert der eigentlich da? Und das war gerade ein richtig übler Move. Während ich hier auf meinen Popschutz spucke. Nice. Oh. Jetzt nur er übrig hier, ne? Komm. Bam, 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 bam. Drauf da. Wir haben eine niedrige Gesundheit. Das gefällt mir natürlich nicht. Aber diese vier Leute da, die verwirren mich noch ganz schön. Ach, die haben eine Straßensperre errichtet quasi, dass ich da nicht vorbeikomme. Okay. Läuft bei denen. Aber vielleicht, wenn der jetzt hier tot ist... Ist das auch egal. Okay, die verlieren komplett die Akku. Finde ich interessant. Na gut, wir nehmen die Codex-Seite mit und müssen dann auch gleich wieder Steckbriefe abhängen. Es ist halt, also das mit den Steckbriefen, klar, wir haben auch andere Möglichkeiten. Oh, wieder mehr Floris in der Truhe, in der Villa. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, wir haben... Ja, Requiescat Departure. Wir haben natürlich noch andere Möglichkeiten, wie gesagt, mit dem Bestechen und so und diesen Beamten da töten, die schlecht über uns reden. Werden wir sicher ja auch immer ab und zu machen, aber das mit den Steckbriefen geht halt am einfachsten und am schnellsten. Von daher ist das, glaube ich, nicht so schlimm, wenn wir mal eben jetzt... Wir wollen da ja auch eigentlich nicht die größte Zeit verplempern beim Bekanntheitsgrad wieder senken. Von daher, glaube ich, ist das nicht so schlimm, wenn wir das dann mit den Steckbriefen größtenteils erledigen. Hoffe ich zumindest. Wenn da auch mehr Abwechslung rein soll, könnt ihr das natürlich ausschreiben, aber ich glaube, das ist jetzt nicht allzu wichtig. Wir nehmen jetzt hier den Aussichtspunkt auf jeden Fall noch mit. Über diese wunderbare Stadt begutachten. Ach, wunderschön. Wunderschön. So, jetzt haben wir die Karte aktualisiert. Jetzt haben wir hier in der Ecke... Schon ein bisschen was aufgedeckt, wofür dann Jesco de Pazzi sein Unwesen treibt. Und die Codex-Seite wollten wir, glaube ich, auch... Wir nehmen einfach nochmal die Aussichtspunkte hier, glaube ich, mit. Oder? Ne, wir machen jetzt erstmal das Ding mit Francesco de Pazzi. Wir wollen jetzt erstmal Francesco erledigen. Das ist unser Ziel, damit hier in dem Part ja noch was passiert quasi. Damit wir jetzt nicht nur vorbereiten mit den Aussichtspunkten und so. Aber vielleicht sollten wir vorher hier beim Doc uns nochmal hochheilen. Etwas, Freund. Ja. Ich möchte nämlich mich jetzt nochmal heilen, Herr Kollege. Geheilt, danke. Ihr werdet euch bald besser fühlen. Danke. Merci. Gracia. Merci ist natürlich Französisch. Wir sind hier im alten Italien. Da spricht man Gras oder sagt man Gracia. Wie gesagt, könnte ich doch nur Italienisch, wäre das alles so viel einfacher. Aber ich bin dem Italienischen nicht mächtig. Kommt, meine Freunde! Ich habe frischen Schafsurin und Rosmarinpackungen gegen eure Hühn! Schafsurin gegen das? Kommt okay. Naja, halbes Leben haben wir durch den Pfeil da gerade verloren. Das ist ganz schön krass. So. Da ist der Erinnerungsbeginn. Francesco de Pazzi. Salve! Du wirst untergehen. Da sind unsere Kollegen. Signore. Ich sah, wie Francesco ein Bataillon um den Palazzo della Signoria herumführte. Ich fürchte, er sucht einen anderen Eingang. Geht, bevor es zu spät ist. Tut, was ihr könnt! Okay, leb wohl, Francesco. Francesco de Pazzi finden und töten. Okay, zum Palazzo, della Signore.
Ja, also, es ist kein Tag-Nacht-Rhythmus. Sondern es ist vorgegeben, wann was stattfindet. Ich find's selber auch ein bisschen komisch. Wir reden gerade noch mit denen am Tag und dann auf einmal ist es Nacht. Ich weiß, finde ich auch komisch, aber oh, Logik im Videospielen ist immer so eine Sache, ne? Von daher. What the fuck? Was geht hier? Das sind doch die netten Wachen gegen die bösen Wachen, ne? Ja. Das sind die Wachen vom Herrscher gegen... Und ich habe seinen Namen vergessen, ja, deswegen nenne ich ihn nur Herrscher. Gegen die bösen Wachen. Und wie sie hier alles umnieten, ey. Okay, da halten wir uns mal komplett raus. Das kriegen die Leute schon hin. Hoffe ich doch. Und wir widmen uns Franz... Also hier ist wirklich so ein Bürgerkrieg gestartet. Yo! Und wir werden attackiert. Warum? Alter, wie stark die sind. Jetzt mal ohne Spaß. Die gehen voll ab, die Jungs. Finde ich gut. Das sind ja unsere Verbündeten. Da sollten wir vorher noch mal an so einer Schmiede vorbei. Immer zur richtigen Zeit am falschen Ort. Die natürlich jetzt auf der anderen Seite liegt. Und unsere Rüstung noch mal reparieren. Denn wir haben ja doch einiges abbekommen. Aber die... Ja, gerade bei Nacht finde ich diese Stadt auch wunderschön. So. Jetzt haben wir hier noch Sachen, die wir uns kaufen könnten. Jetzt ist halt die Frage. Es gibt schon für Schulter und Stiefel diese Helmschmied-Sache. Lohnt es sich noch, diese Ledersachen zu kaufen? Oder wann kommen die Helmschmied schon dazu? Weil dann würde ich eher sparen. Ich glaube, wir sparen erstmal. Haben wir hier noch was anderes als das allsyrische Schwert? Nö. Okay. Dann wird ihr also nur so gewöhnlich. Dann geht's jetzt zu Francesco de Pazzi. Und genauso wie sein Sohn soll er das gleiche Schicksal erleiden. Leb wohl, Francesco de Pazzi. Es startet jetzt. Ironisch, an der Hinrichtungsstätte. Du schon wieder. Warum bist du nicht tot? Männer, erledigt ihn! Oh, wir wurden entdeckt. Dem Palazzo della Signoria erklimmen. Ja, da wo wir unseren Vater und unsere beiden Brüder verloren haben. So, jetzt helfen wir den Jungs mal hier kurz eben. Männer, erledigt ihn ja. Ihr hört ja gut auf euren Meister, wa? Du hast ja alles unter Kontrolle, Francesco, ne? Keiner erledigt mich. So, dann wollen wir da jetzt mal hochklimmen. Können wir uns dann nicht festhalten? Das ist interessant. Doch, jetzt können wir... Aber wir kommen da nicht hoch von der Seite, ne? Das ist natürlich ein bisschen blöd. Glaube, doch, da kommt hoch. Ja, solltest du. So, wie gesagt, das um die kleinen Wachen kümmern sich die Jungs da unten. Oh, 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 die haben aufgerüstet hier, Leute. Die haben aufgerüstet, die Jungs. Das sind ein paar mehr Wachen, als das vorher war, der Fall war. Können wir uns da nicht festhalten? Doch, wollte schon mal sagen. Komm da nicht rüber. Ich will einen Risky Jump jetzt eigentlich machen. Ich weiß aber nicht, ob Ezio sich da festhält. Können wir hier einen Attentat starten? Auch nett, ne? Okay, wir müssen clever vorgehen, Leute. Wir müssen clever vorgehen. Was ist, wenn wir den Bogenschützen da oben wegnehmen? Mit einem Attentat, was keiner mitbekommt. Die Feder, da wollen wir natürlich auch mitnehmen. Da oben ist auch noch ein Bogenschütze. Wenn wir uns die Feder jetzt holen, werden wir, glaube ich, entdeckt. Ja, ich habe es mir gedacht. Schnell zu dem Wurfmesser, dass wir den Bogenschützen gleich wegnehmen. Sehr schön. Böse Aktion, Kollege. Ganz böse Aktion. Aber damit bezahlst du auch. Zack, schöner Konter. Okay, er flüchtet schon mal. Läuft bei ihm. Schön. Schön. Gut gelöst. Das waren alle Wachen hier. Krass. So, wo ist Francesco de Pazzi? Oh,
werde ein Schwertkampfmeister. Du hast also Blut geleckt. Meine Männer machen kurzen Prozess mit dir. Halte ein! Du verzögerst nur dein unausweichliches und schmerzhaftes Ende. Da ist er. Was glaubst du zu beweisen? Dass du ein treuer Diener dieses Hundes Lorenzo bist? Wache! Wache! Keiner wird kommen. Es gibt nur uns. Verdammt! Zur Hölle mit dir! Lass ab von mir! Scheiße. Er ist da in den fucking Dreckskang. Er hat quasi einen Todessprung gemacht. Schnell, Francesco de Pazzi, verfolgen. Komm, wir müssen hinterher, wir müssen dranbleiben, Leute. Komm, Ezio. Komm, Ezio. Oh, da, wir sind schon sehr nah dran, Francesco. Na, spürst du schon unseren heißen Atem? Wow, really? Oh, Mann, Alter. Was springst du denn da runter, Ezio? Bist du verrückt? Jetzt, ey, jetzt kletter da hoch. Als wenn du da nicht hochkommst, du Nappen. Der will mich verarschen. Ezio will mich gerade richtig hart verarschen, als wenn er da nicht hochkommen würde. Ja, das werden wir wahrscheinlich verlieren, weil wir vom Dach gefallen sind. Wir müssen wieder näher ran. Schneller. Näher ran. Fuck, wir hätten ihn schon lange erledigen können, Leute. Ja, toll, er ist auf dem Dach und wir nicht. Wie kommen wir da jetzt schnell hoch, ist die Frage. Kommen wir hier da schnell hoch? Ja, das... Ah, können wir es vielleicht noch retten? Oh, Gott. Oh, wir können es noch retten, wie es scheint. Oder können wir es nicht mehr retten? Gibt es ein Dead End irgendwann? Irgendwann ist vorbei. Kann man ihn nicht mehr verfolgen? Oh nein, das sieht noch gut aus. Wir sind wieder näher gekommen. Los, komm, Ezio. Komm, Ezio. Räche dich und deine Familie. Du Hund. Jetzt werdet ihr von Florenz für eure Taten gerichtet. Es ist vorbei. Alles vorbei. Besser in diesem Leben zufrieden zu sein, als es erst im nächsten Leben anzustreben. Requiescat in pace. Requiescat in pace. Libertà! Libertà! Popolo de libertà! Libertà! Francesco! Wohl, Francesco de Pazzi. Und das war Ezio wohl, glaube ich, gerade einfach nochmal symbolisch. Ein Genuss. Sequenz 4 beendet. Erinnerung synchronisiert. Francesco de Pazzi ist nicht mehr. Liberta, Jacopo, oder wie er hieß, ist auch wieder da. Und wir wissen, er steckt genauso mit drin. Republik Florenz, 1478. Und auch das ist neu in Assassin's Creed 2. Wir haben nicht mehr so oft den Wechsel zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Wie noch im ersten Teil. Und wir sind wieder da. Da stehen wir. Nach dem erfolgreichen Attentat auf Francesco de Pazzi. Und da steht der Herrscher von Florenz. Und was haben wir da? Templer-Versteck? Aha. Interessant, wir reden erstmal... Ich glaube, Lorenzo hieß er, oder? Wie hieß er mal? Ich glaube schon. Ja, Lorenzo de Medici. Wir haben den Auftrag erfüllt, Francesco ist tot. Als ich 6 Jahre alt war, fiel ich in den Arno. Bald sah ich mich nach unten sinken und ins Dunkel. Sicher würde mein Leben bald enden. Stattdessen erwachte ich und hörte das Weinen meiner Mutter. An ihrer Seite stand ein Fremder, völlig nass. Er lächelte mich an. Meine Mutter erklärte, dass er mich gerettet hatte. Und so begann eine lange, blühende Freundschaft zweier Familien.
eurer und meiner. Verzeiht, dass ich euren Vater und eure Brüder nicht retten konnte. Ihr müsst euch nicht entschuldigen. Ich glaube, dass Jacopo De Pazzi eine Rolle bei ihrem Tod spielte. Auch beim Angriff auf euch. Ich muss ihn finden. Der Feigling floh, bevor wir ihn festnehmen konnten. Habt ihr irgendwelche Spuren? Nein, sie haben sich gut versteckt. Sie? Jacopo war nicht der einzige Verschwörer, der entkam. Wenn Sie mit Jacopo arbeiten, waren Sie auch an dem Komplott gegen meine Familie beteiligt. Gebt mir Ihren Namen. Antonio Maffei, Erzbischof Francesco Salviati, Stefano da Bagnone und Bernardo Baroncelli. Bene, ich gehe zu meinem Onkel. Er hat Männer im Hinterland stationiert. Wartet, bevor ihr geht. Eine Codex-Seite. Ich nahm sie aus den Akten von Francesco De Pazzi, da er sie sicher nicht mehr braucht. Ich habe mich immer für alte Dinge interessiert. Wie euer Vater. Es ist auch bedeutsam für mich. Dann seht sie als ein Geschenk. Möge Gott uns alle schützen. Die Pazzi-Verschwörung. Wir haben Namen bekommen. Jacopo De Pazzi? Ist also Schlägereien freigestellt, okay. Jacopo De Pazzi Jacopo ist... Jacopo De Pazzi. Das Geld. Er war der Kopf der Pazzi-Familie. Okay. Und er führte ihre Bankgeschäfte. Als okay. Geschäftspartner... Ja, ist egal. Jacopo De Pazzi. Wir haben also neue Ziele. Das sind die ganzen Jungs. Die mit drin stecken in dieser Verschwörung gegen uns. Aber bevor wir im nächsten Part zu unserem Onkel gehen, beziehungsweise zu Leonardo, so wie es ausschaut, werden wir im nächsten Part erstmal hier einige Sachen, also ich glaube, wir werden noch die nächsten zwei Parts einige Sachen erledigen. Ich würde sagen, im nächsten Part werden wir hier diese ganzen Auftragsattentate mal starten, gucken, was das ist. Die Codex-Seite hier einsammeln und mal das Templer-Versteck besuchen und dann im übernächsten Part, wenn das dann klappt, das Assassinen-Grab ausnehmen. Klingt das nach einem Plan? Ich glaube schon. Von daher hoffe ich doch, dass ihr im nächsten Part wieder dabei seid. Francesco De Pazzi ist tot. Sein Leben hat ein Ende gefunden. Wir haben einen weiteren Teil unserer Rache vollzogen und im nächsten Part geht's weiter, wenn wir Vorbereitung starten. Ich habe den Palazzo Medici auf der Karte markiert. Um volle Synchronität mit Ezios Leben zu erreichen, solltest du ihn untersuchen. Okay. Symbol für Templerversteck. Ein Symbol für ein Templerversteck wurde der Karte und der Datenbank hinzugefügt. Nice. Jetzt wissen wir da auch Bescheid. Den untersuchen wir auch im nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid dann dabei. Bis dahin, haut rein, Freunde. Und ciao.